Leute, behaltet euren Freund oder Kennenlernphase, wenn er aufs Klo geht, ne, er ist nicht da, und sein Handy hier lässt und ja Leute, alles ist super. Mein Freund nimmt sein Handy nie irgendwo mit, wenn er aufs Klo geht oder kurz irgendwo hingeht. Es ist immer bei mir. Passt nämlich auf, Leute, wenn jemand immer das Handy mitnimmt, Red Flag. Ja, Freunde, jetzt ist man schon eine Red Flag, weil man beim Kacken irgendwelche Reels schaut. Und am besten sagen solche Frauen noch zu ihren Männern, warum vertraust du mir nicht, obwohl sie selbst alles kontrollieren will. Und damit willkommen zurück, meine toxischen Saiyajins. Heute schauen wir uns mal wieder ein paar realitätsferne Ansprüche von Frauen an, denn ihr habt mir wieder einige wilde Clips zugeschickt. Krasses männliches Redeverhalten. Männliches Redeverhalten? Ich dachte, die Sprache hat kein Geschlecht. Wenn sie überhaupt nicht checken, auch mal eine Gegenfrage zu stellen oder so, das ist... Na gut, das kann man wiederum nachvollziehen, wenn man keine einzelne Gegenfrage stellt. Wobei ich das Gefühl habe, dass es bei Männern eher so ist, dass die Frauen sehr viel reden und nichts zurückfragen. Wenn jemand aus so einem Strohhalm trinkt, so ganz genüsslich, was dann noch so ein Papier ist oder so. Jetzt dürfen wir Männer nicht einmal mehr einen Strohhalm benutzen. Dabei ist ein Strohhalm besser, wenn man beispielsweise sowas wie Kaffee trinkt, denn dadurch werden die Zähne nicht so gelb. Außerdem finde ich es witzig, dass sich Frauen über sowas wie einen Strohhalm beschweren, aber wenn ein Mann sagt, dass ihm der Bodycount wichtig ist, dann rasten alle aus. Wobei, wahrscheinlich rasten eher die Frauen aus, deren Vergangenheit so aussah. Aber zurück zu den X. Wenn jemand stolpert, kennst du das? Wenn jemand so, stell dir mal wieder, oder? Wenn du so gehst mit jemandem und dann ist so, bist du romantisch an und dann so. Wenn jemand stolpert, als wenn man etwas dafür kann. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr habt das dritte Date, alles passt. Und auf einmal stolpert ihr und die Person geht einfach. Gegen euch allen habe ich meinen Zeh gestoßen. Ihr seid dumm und das darf ich sagen, weil es stimmt. Mich trifft keine Teilschuld. Wenn jemand über 25 ist und Snapchat hat. Ja. Ja gut, Snapchat habe ich nie verstanden, aber anscheinend ist es in Ordnung, wenn ihr 24 seid und Snapchat habt. Was sind deine X bei Männern, also Red Flags? Warte, dafür habe ich noch eine Liste auf mein Handy. Du hast eine Liste? Junge, wie kann man eine Liste führen? Ich glaube, sie hat ihr ganzes Leben auf diesen Moment gewartet, dass jemand interviewt und sie dann ihre Ick-Liste auspacken kann. Also erstmal, wenn er einen Samsung hat, ganz schlimm. Das mit den Samsung hatten wir locker schon dreimal und ganz ehrlich, ich verstehe es nicht, warum so viele Frauen darauf Wert legen. Wenn er Stadtchiller ist... Was ist jetzt schon wieder ein Stadtchiller? Ich glaube, ich werde zu alt für den Mist. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr wohnt mitten in der Stadt. Sollt ihr jetzt erstmal 50 Kilometer irgendwo hinfahren, bevor ihr chillt? Wenn er ein Joghurt isst. Was? Wenn er ein Joghurt isst? Ja. Aber Magerquark geht hoffentlich noch klar. Was bitte ist an einem Joghurt jetzt so schlimm? Diese Liste macht gar keinen Sinn. Wenn er unter 1,80 ist. Aber selber gefühlt 1,50 groß. Aber gut, jeder kann ja die Ansprüche so wählen, wie er oder sie möchte. Nur wenn sie euch nach eurer Größe fragt, könnt ihr auch ruhig mal nach ihrem Gewicht fragen. Wenn er Sandal mit Socken trägt, auch ganz schlimm. Oder wenn er Animes guckt, noch schlimmer. Okay, Sandalen und Socken kann ich verstehen. Aber hat sie was gegen Animes gesagt? Was würde wohl Son Gohan zu ihr sagen? Deine Mutter ist ein Müffi und hat Fußpilz! Kennst du etwa meine Mutter, du kleine Kröte? Die Synchro von den alten Dragon Ball Z-Folgen war schon legendär. Wenn ihm kalt ist. Ja, wenn er so. Wenn ihm kalt ist? Ja. Also guck mal, Walla Billa, mir ist gerade kalt. Also ist das ein Ick oder was? Ja, wenn du so zipperst und so eine Jacke. Bruder, ich dachte, das wäre alles Spaß, aber Walla, die meinen das alle ernst. Krass, Digga. Ganz ehrlich, wenn ich mir den Mist weiterhin anhöre, wird mir auch langsam kalt. Zur Abwechslung kommt jetzt eine Dame, die ihre eigenen Icks aufzählt. Part 2 von Icks, die ich gebe, von einer Person, die sie selber so schnell den Ick bekommt. Ich komme zwar immer noch nicht auf ihre Kette klar, aber let's go. Ich schlafe in den Unterhosen von meinen Ex-Typen. Ich habe irgendwann entdeckt, dass Boxershorts einfach unnormal bequem sind zum Pennen. Und weil ich mir jetzt keine Boxershorts kaufe, habe ich mir halt bei jeder Gelegenheit mal so eine Boxershorts weggesnackt. Und die trage ich ausnahmslos auch neben dem neuen. Pech. Nicht nur, dass sie die Boxershorts ihres Ex geklaut hat, nein, sie zieht auch diese immer noch an. Ich meine, stell dir mal vor, du lernst so eine Frau kennen, ihr liegt so da, sie hat Boxershorts an und sie sagt dann einfach, ja, das sind die Boxershorts von meinem Ex. So regt man doch die Stimmung an. Nächstes Thema ist Bechern. Also, ich bin das Apfelkommando. War früher diese eine, wenn Leute gesagt haben, sie trinken nicht, ich habe das nicht akzeptiert. Was mache ich jetzt mittlerweile? Das waren früher die schlimmsten. Also, ich habe ja noch nie in meinem Leben Alkohol getrunken und habe es auch nicht vor. Jedem das seine. Aber am nervigsten war es früher für mich.
immer wo ich unterwegs war, gab es immer ein, zwei Leute, die gesagt haben, wie, du trinkst nicht? Trink doch mal, probier doch mal. Und ich mir denke, Bro, du kannst es noch 100 Mal sagen. Wenn ich einmal Nein sage, dann heißt es Nein. Also wirklich, wenn ihr jemanden kennenlernt, der nicht trinkt, versucht ihn nicht zu überreden und geht ihn nicht auf die Nerven. Für mich kann man irgendwie nie genug trinken. Ich weiß halt, eine Party ist am besten, wenn wirklich alle, ja, kenne ich da meine Grenzen nicht. Und daraus folgt, ich werde Opfer meines eigenen Apfelkommandos. Aber es macht halt Spaß und ich bin halt entertaining, also ja, hat auch Vorteile. Ich finde es, wie gesagt, krass, wie normalisiert Alkohol in unserer Gesellschaft ist und dass viele wirklich der Meinung sind, man kann ohne Alkohol keinen Spaß mehr auf der Party haben. Ihr müsst es einfach mal versuchen und euch nicht immer bis aufs Äußerste besaufen. Es gibt für mich wirklich nichts Unattraktiveres als eine Frau, die sich so richtig die Kante gibt und später besoffen in der Ecke landet. Ich liebe euch! Wir sind beste Freundinnen, das sieht man daran, wie wir unsere Gesichter zusammenpressen. Jetzt wisst ihr, wie dicke Frauen entstehen. Und ich kann nur sagen, zum Glück macht meine Freundin sowas nicht. Und bevor jetzt einige Frauen kommen, der ist so frauenfeindlich. Nein, bei Männern finde ich das auch maximal lost. Und ich wette auch, viele Frauen stehen nicht so drauf, wenn sich Typen richtig die Kante geben. Also kennt euer Limit und lernt auch mal ohne Alkohol Spaß zu haben. Oh Gott, der ist echt hart, ne? Ich habe mich für einen Typen im Flixtrain gewaschen. Ich bin halt mit dem Flixtrain wohin gefahren und ich dachte halt, dass ich erst nach Hause gehe, dann wenn ich ankomme. Aber der hat mich dann direkt abgeholt und als ich das realisiert habe, war ich so, fuck, ich muss mich waschen, weil ich habe wirklich gestunken. Glaubt mir, es gibt nichts Beschämenderes als so nackt auf einer Flixtrain und... Sich in einer Flixtrain-Toilette zu waschen ist schon wirklich sehr unangenehm, aber ich glaube immer noch besser als irgendwo stinkend aufzutauchen. Ja, mein Sprachgebrauch, Digga, Yalla, Walla, alles... Das sind alles so Sachen, ich habe das immer aus Ironie angefangen zu sagen, aber das kriegt man aus mir nicht mehr raus. Ich würde sogar sagen, dass ich einen relativ guten Sprachgebrauch habe, wenn ich muss. Aber wenn ich mich wohlfühle, rede ich halt so, ist halt so. Was soll ich machen? Ja gut, wenn eine Frau ab und zu Digger sagt, finde ich das nicht schlimm. Aber sobald es Überhand nimmt und sie redet wie so ein Kerl, ist das irgendwo unattraktiv. Aber auch hier habe ich großes Glück gehabt, da meine Partnerin gar nicht so redet. Leute, wieso kann jeder über X lachen außer Männer? Ja echt mal, warum verstehen Männer keinen Spaß? Ihr könnt doch auch mal drüber lachen. Ich hab noch nie sowas gesehen, das ist doch witzig. Aber Männer eskalieren so krass. Darf ich nicht mehr leben? Darf ich nicht mehr atmen? Nö. Naja, sind wir mal ehrlich, bei diesen absurden X und Ansprüchen kann ich verstehen, dass sich manche Männer in den Kommentaren aufregen. Ihr habt es geschafft, ihr Woken! Ja, ihr seid schuld, dass mein Ego und mein Selbstbewusstsein eines 12-Jährigen wohlbemerkt endgültig angekratzt ist. Aber wie sieht es denn unter den Videos von Männern auf, die ihre komischen X bei Frauen auflisten? Die Frauen werden doch mit Sicherheit Spaß verstehen, oder? Ja, wie ihr seht, sind die Kommentare der Frauen ähnlich wie die Kommentare der Männer. Man darf das Wort ick auch nicht sagen und man darf keine haben, sonst ist man eine schlechte Frau. Natürlich darf jeder seine Vorlieben und Ansprüche haben, aber diese komischen Ick-Listen, die wir gesehen haben und die viral gingen, waren ja wirklich absurd. Ich meine, sowas wie er muss ein Samsung-Handy haben oder er darf nicht stolpern oder einen Strohhalm benutzen, ist schon wirklich wild. Freunde, wenn euch das Format hier gefällt, zeigt es mir mit einem Like und schreibt mal in die Kommentare, welcher ich am wildesten war. Und ganz wichtig, abonniert den Kanal, denn im nächsten Video werden wieder Männer im Gym gecancelt. Danke fürs Zuschauen und bleibt stabil.